Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Live-Let's Play, jetzt endlich mal mit Tomb Raider. Ja, erstmal auch an dich schöne Grüße, Patschi, dass du jetzt auch schon dabei bist. So, ich weiß jetzt nicht, ob die Lautstärke passt, ob das jetzt, also es sieht bei mir hier eigentlich von der Lautstärke ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, bin ich zu laut oder zu leise, das Spiel zu laut, zu leise. Da brauchen wir mal eben ganz kurz Feedback von euch. So, bisher sieht das eigentlich hier auch von den Einstellungen ganz gut aus. Ich hoffe, dass das auch passt. Ich habe ein bisschen auf was umgestellt bei OBS, weil mir aufgefallen ist, dass das bei den Aufnahmen immer sehr pixelig aussah. Und das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Kann sein, dass es zu den nächsten Malen noch ein bisschen komisch aussehen wird. So, aber jetzt brauche ich erstmal Feedback aus dem Chat. Passt die Lautstärke? Bin ich zu laut oder zu leise? So, oder passt das vom Spiel? Obwohl, das war gerade ganz schön rot. Ich glaube, ich mache mal noch ein bisschen. So. Bis jetzt Knorke. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten ein neues Spiel, denn weiter geht nicht. Es ist komplett neu hier. Es ist aber nicht blind. Ich habe das vor Jahren mal auf der Xbox gespielt. Deswegen starten wir jetzt mal und erstellen Sie neue Speicherdaten. Leicht, normal oder schwer? Wir bleiben bei normal, würde ich sagen. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Das Leben an uns vorüberzieht. Finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ja, egal. Dann kann ich Cam auch wieder drin lassen. Ich dachte, jetzt ist die Dings vorbei. Und guten Abend, Rotkohlen. Square Enix präsentiert. Crystal Dynamics. So. Da hängen wir auch schon.
Ja, ein bisschen abhängen müssen wir halt. Schwingen bewegen sie sich links, rechts synchron mit dem Schwung, um Schwungkraft aufzubauen. Hilfe! Jonah! Reyes! Hilfe! Ja, schreien hilft da in solchen Situationen runter. Immer gut. Ich muss runter. So, das Ding hat Feuer gefangen. Okay, welche Richtung jetzt? Da. Okay. Neue Schwungrichtung. So, aber ihr könnt auch gerne mal erzählen, wie geht's euch denn so? Während wir hier ein bisschen am This girl is on fire. Ah, das ist ekelhaft. So, aber hier auch schön Knochen, wie bei mir zu Hause. Liegen hier überall rum. Heute Viertelfinale, Paschi. Ja, dann viel Spaß da nachher. Und viel Spaß bei der Arbeit, wenn man das so nennen kann. So, wer war das eigentlich? Was ist bloß passiert? Kennen wir die Person? Ich weiß es nicht. Oh, eine Fackel. Die nehmen wir mal mit. Fackel, neue Ausrüstung erhalten. Oh, das war laut. Dass du gerne im Stadion wärst, das glaube ich. So, wir wollen jetzt erstmal hier weiter. Wir wollen hier aus der Höhle raus. Nein, er muss mich gehört haben. Die Fackel geht jetzt aus. Oh, verdammt. So, drücke LB, um die Umgebung zu erkunden. Da haben wir wieder, um die Fackel anzuzünden. Ja, wir können nicht leise sein. Das merke ich. Da können wir was anzünden. Können wir da hochspringen? Ja. Dass das keiner gehört hat, ist mir ein Rätsel. Aber wie sind die anderen hier überhaupt reingekommen? Genau so hilft man jedem, wenn man am Bein zieht und da irgendwo rauszieht. Das ist die beste Hilfe, die man kriegen kann. Wie schön die Köpfe da auch rumliegen. So, Willenskraft, finde einen Weg hinaus. Einsatzziel Wegweiser. Drücken Sie LB, um Einsatzziel Wegweiser zu finden. Erstmal muss ich so oder so rausfinden, wo muss ich nochmal hin. Da hoch geht's nicht. Ja, zum Glück. Höhle der Plünderer. Zum Glück gibt es hier überall Feuer. Was ist das denn für ein Ding? Erstmal anzünden. Nicht hinterfragen, einfach anzünden direkt. So.
Okay, erstmal rausfinden. Alles klar, Paschi, dann bis zum nächsten Mal. Entweder bis später oder wirklich vielleicht zum nächsten Mal. Genau. Jetzt lagern wir da Müll da vorne. Aber wofür war das da hinten jetzt nochmal? So. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Müll. Würde ich mal behaupten. Damit das da ein bisschen voller wird. Wie viel Müll haben wir da jetzt? Okay, ein bisschen geht auch vorbei. Sauber. So, und mal gucken. Ich hätte die vielleicht vorher anzünden sollen. Okay, ja, muss man erstmal wissen. Es ist auch wirklich Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. So, noch mal ein bisschen aufsammeln. Das ganze Spiel noch mal von vorne. Und jetzt. Okay. Ja, wie können wir rennen? Ich glaube, im Wasser können wir nicht rennen. Okay, Ausgang ist versperrt. Da ist noch einer. Ja, geschafft. Ich wollte erstmal X drücken, aber. Oh. Ja, wenig sind wir denen los. Und tschüss, Fackel. Okay, schneller. Okay. Dann kriegen wir hin. Nice. Thank you.
Tomb Raider. Und nochmal 300 Erfahrung. So. Hat es gespeichert? Können wir da einfach so runterspringen? Ja. Nice. Wollt ihr einmal ausprobieren, ob das geht? Das weiß ich nicht, wusste ich nämlich nicht. Sammeln Sie Reliquien, um Erfahrungspunkte zu haben. Okay. Konnt ihr jetzt nicht zu Ende lesen? Dann ist es oft so bei Spielen gewesen, dass da so eine Alpha-Wand ist. Deswegen wollte ich ausprobieren, gibt es hier Alpha-Wände? Wo sind Sie? Wahrscheinlich lernt einen März. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nope. Okay. Ganz langsam. Also sie balanciert aber sehr nah auf der rechten Seite vom Baum. Finde ich. Okay. So. So, der Kantenmaler war hier wieder unterwegs. Oh Gott. Also hier mangelt es nie an Action. Immer geht irgendwas schief. Jetzt irgendwas drücken. So, die Hose ist auch schon gerissen da unten. Wände hinaufklettern. Drücken Sie im Sprung A an flachen Wände, um nach oben zu springen. Tasche. Sam, das war doch die beste Freundin, ne? Von der man dann nach diesem Teil Sam! Nie wieder was hört. Sie müssen hier gewesen sein. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Funkgerät, neues Ausrüstung erhalten. Gibt hier noch mehr? Kann ich die Weste irgendwie benutzen? Mitnehmen? Irgendwas? Schau mal, wir sind nur im Tanktop unterwegs und es regnet und es ist wahrscheinlich arschkalt. Nicht, dass wir noch irgendwie krank werden. Autsch. Oh. Richtig ekelhaft gestürzt. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Alles klar, Oldcoin. Bis gleich. Wie nennt man die Dinger nochmal? Ich glaube, das sind Traumfänger, oder? So einen hätte ich auch gern. Nur leider kann man heutzutage echt schwierig echte menschliche Köpfe für sowas finden. Sieht verlassen aus. Hm.
irgendjemand. Bitte antworten. Also ich hätte zuerst andersrum gemacht. Erst Feuer, um zu wärmen. Letztes Streichholz. Erstmal die Insel niederbrennen. Also du, Ostrom, du hättest also zuerst alle Lurche getötet, eine Rüstung draus, Exnaut gemacht. Ja, wir sind aber leider nicht Gronk. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden ich haben mag die den Autoren Typen. Yamatai auch nicht. Nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän, es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ja, Ostrom, ich gebe dir recht, dass keiner mit Satelliten die Insel gefunden hat. Wundert mich auch schon ein bisschen. Und heutzutage findet man ja wegen Google Maps und so, also allein schon mit Google Maps schon alles. Nur die Orte, die man lieber nicht sehen sollte, wie Nordkorea zum Beispiel, kann man nicht gestochen scharf ansehen. So, was zu essen. So. Und zum Rüstungskommentar von vorhin. Ich wollte jetzt aber erstmal ein bisschen leise sein, wegen dem Video. Weil da viel geredet wurde. Weil das ja auch parallel aufgenommen wird für YouTube. Wenn es nach mir ginge, ich würde
die Ureinwohner hier. Oh, der hat aber einen Bogen. Den Bogen kann ich brauchen. Ich würde hier die Ureinwohner dezimieren. Auf liebe, nette Art und Weise. Ganz freundlich fragen, ob die ihre Knochen zur Verfügung stellen würden, damit ich eine Knochenrüstung hier bekommen kann. Einfach mal so, einfach fragen, ob ich den Oberschenkelknochen einfach so direkt aus dem Bein rausziehen dürfte. Und gucken, ob die vielleicht auch ja antworten. Achso. Ah, okay. Jetzt. Genau, Knochen und Stoff. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Erlegen Sie ein hier. Ist Konzentration. Oh, dieser Hunger. Ich warte. Muss etwas zu essen finden. Kann ich sprinten? Kann ich rennen? Ist doch schon ein paar Jahre her. Ein bisschen die Steuerung habe ich verlernt. Okay, den Blick können wir jetzt länger haben. Vor allem... Ah, hier. Das Ziel haben wir hier irgendwie ein Einlager gefunden. 0 von 5 Dokumente. 0 von 3 Reliquien. Wieder Geocaches 0 von 5, Schatzkarten 0 von 1, Geisterjägerin 0 von 10. Ja, super. Ach, stimmt. Sprint gab es jetzt einen zweiten Teil. Ja, ist Ewigkeiten her. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Tomb Raider? 2018? Glaube ich. Ups. Das war jetzt mein Fehler, nicht von Lara. So, was haben wir hier? Hier haben wir 10 Erfahrungspunkte gehabt. War das Essen? Hallo, Essen. Headshot. Und willkommen zurück, Oldcoin. Da kommen schon die Krähen. Ich war hier noch nicht fertig, also nein, nicht zurück zum Lara. Du kannst doch ein bisschen hungern. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. So. Ah, okay. Ja, wir nehmen jeden Erfahrungspunkt mit. Ja, echt, da hast du recht. Der Stabil ist ganz schön feil, genau. Der Pfeil ist ganz schön stabil. Da sehe ich noch mehr Essen. Ich mache das jetzt nur wegen der Erfahrungspunkte. Die brauchen wir alle. Also wenn ich eins von Gothic gelernt habe, ist jeden einzelnen Erfahrungspunkt mitnehmen.
Okay, Pfeil und Bogen ist kein Maschinengewehr. Ich weiß, ich bin ein Monster. So, irgendwo müssten wir noch Pfeile haben. Echt jetzt? Also... Aha. Pfeile. Plus 3, jetzt haben wir insgesamt noch 6. Da oben sehe ich noch welche. Ich weiß nicht, wie man boxen kann. Ja, nicht mehr vegan seit Tag 1 auf dieser Insel. So, wo haben wir den einen jetzt hinrennen sehen? Ja, komm, wir gehen zum Feuer. Fleisch müssen wir jetzt mehr als genug haben. Der eine Textfeld, das da war, wo eigentlich meine Cam ist, das war noch ein bisschen weiter rechts als mein Bildschirm. Was auch immer das sein sollte, was da stehen sollte. So, Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. So, tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Aktivieren Sie mit LB Ihre Überlebensinstinkt. Leuchten Tiere und Lebensmittel auf. Achso, habe ich das jetzt gemacht oder wie? Habe ich hier noch irgendwas? Hier habe ich 0 Punkte. Kategorien ansehen. Achso. Überleben und Jäger. Kann ich nur. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. So, hast du... Lara, hast du keinen Hunger mehr? Jo, Ostrom, wie du sagst, Kettensäge und Tennisschläger. Und eine Bratpfanne, um ihn jemanden gegen den Kopf zu hauen. Die brauchen wir auch noch. Oder so Nudelholz. Macht man einfach einmal so BÄM.
neue Fackel freigeschaltet. Vielleicht ja hier lang. Verdammt. B drücken, um hinunterzusteigen. Um mal auf eine Leiter zu steigen, okay. Und jetzt fallen zu lassen. Okay. Kann ich nicht lesen? Was sind das für Zeichen? Eigentlich müsste sie mit der Wunde, die da am Bauch hat, jetzt schon eine richtig heftige Infektion haben. Das waren schon ein paar Tage. Hier noch ein paar Tage mehr. Oh Gott. Das ist verrückt. No one leaves. Also keiner kann hier gehen. Oh. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Untersucht, um versteckte Informationen zu finden. Achso, die hat Lebensregeneration auf plus 10. So, Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Gibt's noch mehr? Wenn man irgendwo in der Nähe von etwas ist, hier... Dann vibriert der Controller. Aber hier gibt's nichts mehr. Ich kann dich sehen. Ich sehe dir tief in die Seele. Panya-Maske. Ah, okay. Gibt's hier noch mehr? Hier haben wir eine Kiste. Nice, 10 Erfahrungspunkte gesammelt. Ach, nur ein Detail war das. Okay. Kann ich noch nicht. Okay. Also ich muss das da anziehen. Also erstmal alles in Brand setzen. Die einzige logische Entscheidung, die man hier macht. Erstmal alles niederbrennen. Wie bei mir zu Hause sieht es hier aus. Eine Stemmaxt haben wir. So, gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Verlassen Sie den Bunker. Ah, okay. Tippen. So, sobald wir hier aus dem Bunker raus sind, suchen wir uns eine Stelle, wo wir unser Lager hinbauen. Und dann suchen wir uns irgendwelche Tiere, mit denen wir irgendwie... hier. Dann suchen wir uns ein paar Tiere, Kühe oder sowas, damit wir Nahrung produzieren können, Weizen so zum Ackerbau. Damit wir uns verselbstständigen können. Und dann bauen wir irgendwo eine Burg. Sam? Sie müssen den Pfad folgen. Man muss klettern. Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste.
Meine Manieren entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Okay, erstmal schwarze und beide sind weg. Okay, jetzt geht's los. Von wo kommen die? Da. Boah, ich dachte, das ist vorbei. Einen Moment. Ich bin gleich wieder beim Chat. Da. Hier doch! Alter, ich dachte schon, wie viel hält der denn aus? Hier drüben! Reyes! Daran hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Klar, erstmal in den Bären. Am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Dein Ernst? Du bist gerade in eine Bärenfalle reingegangen? Und willst du wieder los? So, Tagebuch. Hallo. So. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden.
Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Okay. Gut, dass ich nicht selber lesen brauche. Ah ja, und Ostrom, um auf deinen Kommentar eben kurz noch einzugehen. Wegen der auf so einer Insel jeden Fremden trauen. Woher sollte Sam jetzt wissen, dass hier überall Kranke sind? Die waren einfach irgendwo getrennt quasi angespült. Und es hätten ja einfach irgendwelche anderen Überlebenden sein können. Noch wissen die ja nicht, dass hier alle komplett Axt nicht stabil genug. Wo hat sie das gerade versucht, mit einer Axt aufzumachen? Jetzt ernsthaft. Achso, Laras Beine sind stärker als die von Bären. Ja gut, dann in dem Fall habe ich nichts gesagt. Muss ich in die Richtung? So. Hier haben wir eine Reliquie. Übersehen, gehe ich mal von aus. Ah, okay. Wir könnten rein theoretisch hier wieder zurück. Ah, hier habe ich... In dem Bereich habe ich... Ne, das... Okay, die beiden zählen zusammen. Also hier und hier kann ich die Dinger sammeln. Okay. Da haben wir die erste Reliquie und die erste Dokument. Ja, also... Klar, es gibt da irgendwelche Psychos und so weiter... Aber guck dir diesen Matthias an, oder Matthias, wie der genannt wurde. Der war selber auf so einer Krücke. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Da sehe ich was. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Wenn ich das wüsste, wer das zurückgelassen hat. So, wir lernen erstmal den Elsterblick, damit wir alles hier entdecken können. So, nächste Tagebuch. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Okay, zweite haben wir gefunden. Also zweites Dokument. So, bezüglich, können, Doktor. Ja, hätt ich auch gut gefunden. Wäre ich mal gewarnt worden. So, aber erstmal hier umsehen. Wer weiß, was wir hier noch finden. So, was wollte ich jetzt gesagt haben? Irgendwas wollte ich gesagt haben. Ah, Pfeile voll. Genau, dieser Matthias. Da war ja ein bisschen selber hier verletzt, verwundet.
Da hätte man einfach denken Wen können. Die wohl an? Frau Schrein? Da hätte jeder, glaube ich, denken können, der braucht selber Hilfe. So, oh! Da haben wir was. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. In Telluride? Okay. So. Also mit einem Döner kann man dein Vertrauen gewinnen. Also so einfach kann man dein Vertrauen verdienen. Okay. So, wir müssen unser Elsterblick irgendwie weiter benutzen. Hier müssten noch einige Sachen sein. Ist hier noch einer? Waren das dieselben Wölfe wie von vorhin? Ja, hab ich doch alles freigemacht. So, ich will hier trotzdem erstmal noch ein bisschen weiter kommen. Da müssen wir noch hin. Okay, da können wir nicht rein. So, 100 Schrott irgendwie eingesammelt. Was auch immer hier hinter mir aufgezeichnet wird. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir gefunden? Eine Schatzkarte. Ah, okay. Kann ich das markieren? Ah, okay. Wenn wir die Schatzkarte haben, dann werden alles, was uns fehlt, hier aufgezeigt. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal kurz zurück. Das dreht sich nicht. Also da hinten. Ja, da hinten ist noch was. Also hier. Sind wir denn schon da? Oh. Japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Ja, sehr schöne Masken auf jeden Fall. Gibt's da irgendwie was? Wie in Elder Scrolls Oblivion, wenn die mit einem reden. Okay, nice. Gucken wir nochmal auf die Map. So, wenn wir von der Brücke, der großen hier nochmal ein bisschen
in die Richtung gehen. Also über die Brücke, dann leicht nach links. Ich glaube, ich sehe schon da oben. Waifu Jelly. Danke dir für ein Follow. So. Hier haben wir das Ding. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? So. Und dann dort vorne gleich müsste das nächste Ding sein. Irgendwo hier. In die Äste lieber nicht rein. Bin ich hier richtig? Ne. Ah, hier. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Ach so, da unten. Für 49,99. Was hat der denn da? Ein Pfeil. So, dann dürfte in dem Bereich nur noch das eine Dokument hier sein. Aber ich müsste noch mal kurz zurück. Und da auch noch mal alles einsammeln. Vielleicht auch noch mal kurz zum Lagerfeuer. Da könnten wir auch noch mal in irgendetwas investieren. Na komm, Bambi. Komm, Bambi. So. Ein neues A-Loch hat sie bekommen. Vor allem vorhin, als sie noch Hunger hatte, also hier Lara, als sie noch richtig Hunger hatte, hatte sie noch richtig Mitleid mit den Tieren und jetzt einfach so alle, jedes einzelne Tierchen hier einfach direkt umlegen. Klar, okay, wir steuern die, aber mittlerweile... So, mir geht soweit ganz gut. Ich merke gerade, ich habe ein bisschen aber zu viel getrunken, deswegen ich kurz, ganz kurze Toilettenpäuschen gleich irgendwann machen will. Ich würde sagen, ich gehe einmal gleich vielleicht zum Lagerfeuer. Und dann gehe ich auf Toilette. So, kann ich hier? Ja. So, wir haben hier... Okay. Ich bin Lara Croft. Eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Wir kriegen Bergungsgut aus Tieren. Klingt schon sehr interessant. Sammeln Sie Bergungsgut beim Plündern von Tierkadaver. So. Obwohl, warte mal. Ich bleib dann mal so hier sitzen. Und werde gleich wieder da dann.